Krass, Leute, hier ist der Stefan und wir befinden uns Seattle Tag 2 in Ground Zero im Krankenhaus, ganz unten im Keller. Und ich habe es hier mit dem absoluten monsterkrassen Triple-Quadruple-Bloater zu tun. Ich spiele gerade mit Abby und ja, kann sein, dass ich jetzt, glaube ich, 50 Mal gekillt werde. Aber ich versuche es auf jeden Fall. Fettes Sorry, die ganzen Sporen überall und hey, Corona und ihr wisst schon. The Last of Us ist ein Endzeitspiel und genauso fühle ich mich aktuell. So, jetzt schauen wir mal, ob wir diesem Bloater irgendwie beikommen. Ich glaube, das Erste, was wir machen müssen, ist erstmal krass weglaufen und dann Rohrbomben drauf feuern. Aber erstmal muss ich mich orientieren. Es ist so krass, sich da unten zu orientieren mit so ein bisschen wenig Licht und so. So, da ist er. Abhauen. Da links rum. Geht's da weiter? Da geht's rum. Da. Mach diese Axt weg. Das ist wichtig. Axt weg. Tür auf. Und jetzt, genau. Genau. Jetzt kannst du mit der Axt da schon mal ein bisschen einen Kopf schon mal abhauen oder zwei, keine Ahnung. Und dann brechen wir da durch die Decke durch. Und ab jetzt geht das Battle los, ey. Hau die Rohrbomben drauf, ja. Eine. Zweite vielleicht auch noch. Und dann da rechts rum abhauen. Und dann müsst ihr schauen, dass ihr hier sammelt, ja, und wegrennt, was ihr könnt. Weiß nicht, wie viele Rohrbomben ihr habt, aber dieses Viech ist richtig, richtig hart gemein. Das ist so mega asozial. Richtung Supplies rennen vielleicht. Und dann dahinter. Dann könnt ihr da wieder warten und vielleicht noch eine andere Rohrbombe draufhauen. Wo ist er? Wo kommt er? Irgendwann kommt er. Da ist er. So. Hau drauf. Und dann wieder Richtung Exit. Das ist die Exit-Strategie, oder? Ich weiß nicht, ob das so wirklich. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da kommt er. Hau drauf. Habe ich noch eine? Okay, abhauen. Abhauen, 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 abhauen. Ah, looten. Kann nicht schaden. Supplies. Wieder zurück. Kann man darüber. So ein krasser Fluchtweg. Was habe ich für Waffen? Eine Patrone. Oh shit. Fuck. Hat nicht viel geholfen. Kann ich nochmal? Da kommt er nochmal. Boah, genau. Jetzt teilt er sich zum ersten Mal. Boah, ekelhaft, oder? Der schönste Moment im Leben. Die Geburt, oder? Fuck you, motherfucker. Both of you. Ja, genau. All the both of y'all. Oh, fuck, fuck, fuck. Jetzt hat er mich. Okay, shit. Shit. Also, das Monster hat sich geteilt. Ab sofort muss man sich mit zwei Monstern rumschlagen. Und jetzt heißt wegrennen und looten gleichzeitig. Ja, wenn ihr das. Wo ist er? Abhauen, 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 abhauen. Wieder Richtung Exit. Ist da irgendwas? Irgendwas, was man sich nehmen kann, hey? Brandmunition ist gut. Oh, da kommt er wieder. Oh, falsche Waffe. Arschlochviech. Arschlochviech. Kann man da rein, ne? Was ist denn hier für ein Raum, hey? Da kann man auch durch. Komm, hau ab, hau ab, hau ab. Einfach weg. Da geht nicht auf, habe ich schon versucht. Wo ist er? Wo ist er? Oh, fuck. Wo ist er? Habe ich überhaupt noch eine? Ja, einen Schuss habe ich noch. Da kommt er nochmal. Fuck. Okay. Was ich noch habe, das ist der Flammenwerfer. Genau, da wird er gerade hier vorgeschlagen. Ich schaue mal, dass ich mal möglichst schnell auf den Flammenwerfer wechseln kann.
Nein. Oh, krass. Aber voll schön animiert, oder? Die haben sich halt Mühe gegeben, die Leute, die das gemacht haben. So. Erstmal wegrennen. Dann den Flammenwerfer auswählen, oder? Exit. Warte, wo ist der Flammen? Da ist er. 75 habe ich. Da kann ich sogar noch Brandbomben machen. Oh, geil. Ja, die kann ich auch nochmal schmeißen. Die Dinger sind auch nicht schlecht. Fakomat, oder? Und dann folge ich halt immer den Schildern Exit oder Supplies. Eins von beiden, weißt du? Kommt er wieder? Herr Bruti, wo bist du? Da ist er. Fuck, zu lang gezögert. Ich hatte nicht mehr genug von den explosiven Dingern. Okay. Abhauen. Richtung Exit. Und dann Robomben anfertigen. Ah, shit. Fehler. Wo bist du, Spacko? Abhauen. Richtung Supplies. Oh, sie ist doch diese scheiß Sporen durchgelaufen. Sie müsste mal ganz kurz healen, wenn es möglich ist. Okay. Noch eine Rohrbombe vielleicht? Oh, daneben, scheiße. Fuck. Die nächste muss sitzen. Was kann ich hier? Okay. Motherfucker. Hast du Loche? Wieder zurück Richtung Supplies. Irgendwo konnte man hier auch was looten, habe ich vorher so im Vorbeirennen gesehen. Hab's halt irgendwie verpasst. Hey, Leben. Gesundheit, auch nicht schlecht. Oh, ich habe keine Rohrbombe mehr. Nimm ich mal hier. Ja, ich hab ihn. Geil. Ekelhaft. Es ist nicht schön, ja. Es ist echt nicht schön. Puh. So, ich schalte mal um auf den Flammenwerfer. Okay, krass. Jetzt wird gleich der vorher gekalbt hat, der wird wieder auftauchen, ja. Wisst ihr, was ich meine? Der hat sich doch vorher gesplittet in Arschloch A und Arschloch B. Und den müssen wir auch noch killen. Mal kurz hier rein. Hier ist nochmal so ein krasser Supplies-Raum. Den habe ich vorher im Stress einfach auch nicht gefunden, ja. Aber da kann man auch sich nochmal gut aufrüsten. Nehmen, was geht, hey. Hey, ist gar nicht schlecht, was hier liegt. Da bin ich gerade rein, oder? So. Und jetzt werden wir diesen Typen nochmal sehen. Wir gehen Richtung Exit, ja? Und da ist dann das quasi, der abgesplittert ist. Den sehen wir jetzt, wie er eine Tür öffnet und da abhaut. Wo ist er? Wir graben, was wir können. Da hinten ist er, schau. Und da haut er jetzt durch ab. Die Tür war vorher nicht auf. Da gehen wir jetzt durch und dann sehen wir, wie er irgendwo drüber klettert. Und da ist er hoch, glaube ich.
Kann man hier was looten? Würde ich empfehlen, aber ich glaube, hier ist nichts. Sondern wir müssen jetzt direkt ihm hinterher. Darauf. So. Das ist ein bisschen ekelhaft, ja? Das ist wie so eine Kindergeburtstag-Krabbelburg. Für Kinder ab 21. Für hartgesottene Kinder. Jetzt geht auch noch die Lampe aus, oder? Boah, ist einfach so scheiße hier. Oh, fuck you, ey. Hab ich mein Messer? Ja, genau, jetzt fahren wir gemeinsam runter. So ist es, ja. Digga. Kann ich dich abfackeln? Boah, Arschloch. Ah, oh, fuck. Die werfen immer diese scheiß Dinger. Ihre kranken Spacko Körperteile. Und der ist fucking gefährlich, dieser Hundesalon. Der würde das andere Huso Wort nicht sagen, ey. Grab. Wo ist er? Wo ist er? Komm her. Komm her, Spacko. Haut er ab, oder? Feige Sau. Hab ich noch? Wow, hau ab! Scheiße, Mann. Scheiße. Fuck. Arschloch. Ich muss meine... Wieso schaffe ich es nicht, die Waffe, die Munition zu wechseln? So, jetzt. Da ist er. Geschafft. Widerlich, oder? Fuck this place. Absolut. So. Mega, mega krass, Leute. Das ist auch, sag ich mal, auf Mittel Plus ist es kaum zu schaffen. Ich habe es extra auf Leicht Plus gestellt, damit ihr ungefähr seht, was hier los ist. Auf Mittel Plus, na gut, ich meine, wenn du weißt, mit welchen Waffen du diese Viecher killen kannst, dann ist es einigermaßen okay, ja. Aber generell... Albtraumlevel überhaupt, weil du halt wenig sehen tust und du hast keine Orientierung. Das heißt, was ich euch sagen kann, ist halt immer laufen von Exit to Supplies, abwechselnd hin und her rennen, folgt diesen gelben Schildern. So. Und was ihr braucht, sind einfach explosive Waffen, Rohrbomben. Und so Zeug müsst ihr euch anfertigen. Einzige Chance. Ansonsten seid ihr gefistet. So. Wollte nicht gefickt sagen. Das ist einfach zu hart, oder? Okay, gut. Gut, Mann. Dann würde ich mal sagen, meine Exit-Strategie lautet Dreieck. Hä? Hier war ich doch gerade, oder? Da. Fuck. Klassischer Stefan. Wieder mal verlaufen. Da hinten geht's raus. Hier geht's raus. So. Da machen wir auf. Und dann dürfen wir ziemlich schnell an der frischen Luft sein. Komm, geh raus. Geh raus, Abby. Schaffst es. Puh. Fuck this place, oder? Ich weiß es nicht, ob es hier direkt was zu looten gibt. Ich glaube nicht. Wir laufen jetzt hier zwischen den beiden Trucks raus. Gibt es hier drin irgendwas? Nee. Einfach da vorbei. So. Und jetzt nur noch hier über diese Kühlerhaube vor dem Truck. Da raus springen. Und dann springen wir runter. Und jetzt nicht erschrecken. Lev. Die sehen dich. Pass bloß auf, die suchen dich.
Abby, beste Frau, hey. Ich stehe voll auf die, die ist so Maschine her, aber ich habe ich ja schon oft genug gesagt. Genau. Okay, krass. Die suchen uns. Okay. Also. Das war's. Das war das krasse Chapter. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht mit mir. Bisschen Monster killen. Wie gesagt, ich werde ein paar Mal sterben. Und das bin ich auch safe her. Wobei ich muss dazu sagen, ich habe es auf leicht plus gestellt. Mittel plus. Hättet ihr mich ungefähr noch 10 Mal mehr sterben sehen. Aber inhaltlich wäre es auch nicht mehr passiert. Vielleicht ist auch auf leicht plus ein bisschen mehr Loot rumgelegen. Auf Mittel plus müsst ihr halt beim Hin- und Herrennen zwischen Surgery und Exit immer versuchen, die Sachen zu graben, die da unterwegs rumliegen. So, das war's. Wir fahren jetzt zurück zum Aquarium und geben das Amputationsbesteck ab, damit der Lev seine Schwester, damit wir den Arm abnehmen können. Hey, voll nice, oder? So, hallo, wir sind wieder da. Gute Nachrichten. Schau noch mal deinen Arm ab. Schau noch mal deinen Arm an, weil gleich kommt er ab. Genau. So. Abby streichelt den Hund. Könnt ihr euch merken, bei jedem Film, wenn irgendjemand einen Hund streichelt, ist er in der Regel ein guter. Und das ist das, was ich halt bei The Last of Us halt null zusammenbringe. Dass eigentlich alle irgendwie gut sind. Bis auf die Bösen. Okay, das war's von mir. Tschaußen. Macht ein Abo rein hier. Und macht Daumen hoch und kommentiert auch. Das ist auch voll wichtig für den Alkoholismus von YouTube, damit das Videos auch wahrgenommen werden. Und vor allem abonniert uns auf Twitch, twitch.tv/Erkan und Stefan. Da zocken wir nämlich fast jeden Tag live. Aktuell spielen wir gerade. Ich spiele Red Dead Redemption. Erkan spielt Battlefield. Gemeinsam spielen wir A Way Out und vorhaben wir Mafia 1, das Remake und ja, nebenbei so ein bisschen so Little Big Planet 3 und Fall Guys und ja, worauf wir halt Bock haben, GTA. Ja, wir sind halt, ihr merkt schon, wir sind eher PlayStation-Spieler, aber in Zukunft kommt auch mal ein PC her und Stück für Stück tun wir das alles ein bisschen upgraden und unsere Aktivitäten, solange der Hurensohn Coronavirus da draußen noch wütet, auf online verlegen und versuchen, dass wir uns auf die Art und Weise euch ein bisschen entertainen. Krasse Grüße. Grüße auch vom Dönertier hinter mir und bleibt gesund und ja, lieber Arm dran als Arm ab, oder? Hä? Was sagst du? Hey, hey, klatsch in die Hände, wenn alles in Ordnung ist. Oh. Oh, sorry, habe ich vergessen. Geht da gar nicht. Tschaußen.